Ja, ich weiß, dass du die Sonnenbrille cool findest, aber ich muss zugeben, du hast ein kleines bisschen zu dicken Arsch für mich. Es tut mir leid. Ja, wenn du möchtest, darfst du mir zeigen. Ist nicht ganz mein Typ. Danke trotzdem fürs Kompliment. Der Frauen baggern dich an Trick. Geht es tatsächlich, dass du unterwegs bist irgendwo in einer Bar oder an einer Party oder an einem Event und du sorgst dafür, dass die Frauen wirklich von sich aus auf dich zukommen, der Traum jeden Mannes, dass die Frauen tatsächlich dich ansprechen, dass sie dich anbaggern, anstatt dass du hingehen musst und irgendwie den ersten Schritt machst? Ja, das geht tatsächlich, allerdings nur begrenzt. Aber das, was wirklich funktioniert, das gebe ich dir jetzt hier mit. Und was das Ganze mit diesem fancy Drink, dieser abgespaceden Sonnenbrille, diesen Ringen hier, diesem Barney Stinson-esque anmutenden Sakko und Zucker zu tun hat, das verrate ich dir jetzt in diesem Video. Okay, fangen wir direkt mal mit dem alleroffensichtlichsten Punkt an. Nicht mit der Brille, nicht mit dem fancy Drink, nicht mit dem Zucker, nicht mit den Ringen, sondern tatsächlich mit dem Barney Stinson-esken Outfit. Nämlich die Sache, die tatsächlich wirklich funktioniert, wenn du an Partys, an Events oder an sonstigen Veranstaltungen unterwegs bist und du willst, dass die Frauen dich anbaggern, ja? Die Frauen baggern dich anträgt. Wenn du willst, dass der funktioniert, dann ist es am besten, wenn du einfach nur leicht overdressed bist oder du bist tatsächlich der bestgedresste Kerl im Raum. Gerade an Events und Partys, da gibt es so eine Subkultur, wo einfach wirklich Frauen so auch ausgehen, um wirklich gesehen zu werden. Und die ziehen sich fancy an. Und wenn du dann der Typ bist, der zum Beispiel nur ganz normal aussieht, bist du nicht so interessant. Wenn du aber wirklich derjenige bist, der so ein kleines bisschen drüber ist, dann bist du tatsächlich der Typ, der auch oftmals von den Frauen nicht nur mit den Augen angemacht wird, also wo die wirklich an dir vorbeilaufen und dich abchecken, sodass du, wenn du nicht total blind bist auf allen beiden Augen und dir nicht die Zitronensäure aus deinem Drink in die Augen gespritzt hast und so guckst, dann kriegst du das mit. Und vor allem, und das ist tatsächlich der interessante Part, viele Frauen sprechen dich dann auch wirklich selber von sich aus an. Die kommen dann auch wirklich und sagen sowas wie, hey, schönes Hemd oder hey, mir gefällt, wie dein Gürtel zu deinen Schuhen passt oder ich muss sagen, du hast ein wirklich stilvolles Outfit. Und in dem Moment kannst du dann einfach nur erkennen, dass das Interesse ist, dass die Frauen dich gerade anbaggern und dann einfach nur drauf eingehen. Ja? Also einfach nur ganz entspannt. Wenn die Frau zu dir sagt, du, ich mag dein Hemd, kannst du sagen, danke, mein Hemd mag dich auch. Oder sie sagt vielleicht sowas wie so, ey, du hast echt ein gutes Outfit heute. Und dann kannst du einfach nur sowas sagen wie, ich glaube, du bist auch nicht von schlechten Eltern, hi. Und dir die Hand reichen. Also je nachdem, wie witzig du sein willst, wie ernsthaft du sein willst, das hängt natürlich auch vom Vibe der Frau ab. Ja? Wenn eine Frau total quirlig und lustig und lebhaft auf dich zukommt und sagt, hey, du hast ein tolles Outfit, dann kannst du sagen, danke, hat meine Mama rausgesucht. Oder wenn eine Frau natürlich seriös und schon fast sexuell irgendwie in das Gespräch reingeht und sagt, ich mag wirklich, was für ein stilvoller Mann du bist, dass du dann einfach nur sowas sagst wie, okay, ich glaube, wir zwei werden uns mögen. Hi, wie heißt du? Und schon bist du mittendrin. Das ist der erste Part des Frauenbaggern dich antrickst. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Machen wir mal direkt weiter mit dem zweiten Teil. Und das ist das, was ich dir hier vorhin gezeigt habe. Nämlich, ganz entspannt, diese Ringe. Was hat es damit auf sich? Ganz simpel. Wenn du Accessoires trägst, wenn du einfach entspannt irgendwelche Dinge kombinierst in dein Outfit, wo die Frau dich drauf ansprechen kann. Und das muss nichts Besonderes sein, das muss nur etwas sein, was ihr die Möglichkeit gibt, zu sehen, dass du irgendwas machst, was nicht jeder Kerl macht. Und das können Ringe sein, das kann eine Halskette sein, das kann ein Hut sein. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Wenn es ein bisschen aus der Masse raussticht, dann kommen sehr oft Frauen einfach auf dich zu und sagen so, oh, das ist aber ein interessanter Hut oder hey, was ist das für ein Ring oder was hat es mit den Ringen auf sich, was hat es mit der Kette auf sich? Und in diesem Moment hast du schon die halbe Miete. Das Ganze gilt natürlich auch für deine Brille. Und was du hier machen kannst, ist, das kann tatsächlich ein bisschen witzig sein, das kann auch ein bisschen absurd sein. Vor allem, wenn du stilvoll gekleidet bist, darf es auch gerne ein bisschen blödsinnig sein. Denn, hey, erstens, es zeigt der Frau, du nimmst dich nicht hundertprozentig so ernst. Das heißt, es gibt dir die Möglichkeit auch einfach zu sehen, der Kerl, wenn ich den anspreche, dann wird er mir nicht den Kopf abbeißen. Und zum anderen gibt es der Frau einfach die Möglichkeit, zum Beispiel sowas zu sagen wie, oh mein Gott, wie kannst du nur so ein cooles Outfit tragen und dann so eine bescheuerte Brille? Oder sie kann sowas sagen wie, ich liebe deine Brille. Ja, und wenn sie sagt, sie findet das bescheuert, was du deine im Moment in deinem Gesicht hast, dann kannst du einfach nur sagen, nein, du findest dich nicht bescheuert, du findest mich einfach nur gut. Aber ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Hi. Oder wenn sie sagt, oh mein Gott, ich liebe deine Brille, dann kannst du sagen, wenn du lieb zu mir bist, darfst du sie auch mal im Moment aufziehen und die einfach hinhalten. Auch das sorgt in sehr, sehr vielen Fällen dafür, dass die Frauen von sich aus auf dich zukommen, dich ansprechen. Und du musst es dann einfach nur erkennen, dass die Frauen dich anbaggern. Ja, wie gesagt, der Frauenbaggern dich antrick. Es ist halt einfach so, bescheuerter Name. Aber es stimmt tatsächlich, du kriegst die Frauen in diesem Moment dazu, dass sie von sich aus auf dich zukommen. Und mein Lieber, an der Stelle,
will sie schon gar nicht mehr absetzen. Die hat echt einen geilen Farbeffekt. In dem Moment, wo du das hinbekommst, dass die Frau dich anspricht, da hast du schon die halbe Miete. Aber natürlich geht es dann auch noch darum, was machst du dann daraus? Also zum Beispiel, schaffst du es dann auch wirklich, dass du aus diesem Gespräch in dem Moment einen Flirt machst? Schaffst du es dann tatsächlich auch, souverän zu sein in dem Moment und es hinzubekommen, dass die Frau nicht nur am Anfang denkt, du bist ein cooler Typ, wegen deinen netten kleinen Gimmicks, wegen deinen Ringen, wegen deinem Sakko oder wegen sonstigen Sachen, wie du dich überdressed hast, sondern denkt die Frau dann auch wirklich in dem Moment, du bist ein richtig cooler Typ, mit dem sie gerne mehr Zeit verbringen möchte, auf den sie auch tatsächlich Lust hat, mit dem sie vielleicht gerne auch mal auf ein Date gehen möchte und dem sie vor allem ihre Telefonnummer aufs Auge drücken will, um ihn wiederzusehen. Und wenn du das nicht weißt, dann kann ich dir sagen, du bist genau am richtigen Ort gelandet, denn das ist mein Job, das Leuten beizubringen. Und wenn du dabei meine Hilfe möchtest, kannst du super gerne einfach mal da oben draufklicken auf das i. Da findest du sehr viele Männer, die darüber gesprochen haben, wie ich ihnen mit meinem Team weitergeholfen habe für eine richtig krasse Transformation in sehr kurzer Zeit. Und das kann auch genau das sein, was dich weiterbringt. Aber jetzt kommen wir mal direkt zum dritten Punkt des Ganzen. Und dazu gehen wir hier mal ein bisschen entlang. Und zwar Fancy Drinks. Wenn du nämlich an einem Event bist, wenn du an einer Party bist oder wenn du einfach irgendwo bist, wo einfach hübsche Frauen unterwegs sind, wo du dich vielleicht auch mal ein bisschen fancy overdressen kannst, dann ist das, was am besten funktioniert, wenn du auch gleichzeitig noch einen fancy Drink neben dir stehen hast. Du musst dazu keinen Alkohol trinken. Das kann auch ganz einfach nur ein Eistee sein, wie bei mir. Aber je mehr Farben da drin stecken, je mehr Früchte da am Start sind, je mehr das Ganze einfach nach irgendwas aussieht, was man kommentieren kann oder was vielleicht auch ein bisschen Kontrast zu dem aufwirft, wie du da gerade unterwegs bist, desto besser. Denn du wirst einfach sehen, aus der Erfahrung heraus, immer mehr Mädels kommen dann vorbei und sagen, hey, was trinkst du da gerade? Oder hey, was ist das denn? Oder hey, wo kann man denn das bestellen? Und auch das in Kombination mit allem, was ich dir vorher hier genannt habe, ist einfach etwas, was dafür sorgt, dass die Frauen von sich aus auf dich zukommen, in dein Gespräch reinkommen. Und in dem Moment, wo sie dann fragen, hey, was ist denn das, was du da gerade trinkst? Dann kannst du sagen, das würde ich an deiner Stelle nicht trinken, das ist giftig. Und dann einfach nur damit schon den ersten Lacher erzeugen und dann sie einfach nur zu ihr sagen, hey, nein, Spaß beiseite, hi, wer bist du denn? Genau das Gleiche. Wenn die Frau zu dir kommt und sagt, oh mein Gott, das sieht total gut aus, was machst du da, was trinkst du da? Dann kannst du einfach nur sagen, also, wenn du gerade kein Corona hast, darfst du auch gern probieren. Und schon bist du auch bei ihr mitten im Gespräch. Du musst es nur als das erkennen, was es ist. Die Frau baggert dich gerade an, du nutzt es, schon hat das Ganze großartig für dich funktioniert. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt, den ich vorhin angekündigt habe, dem Zucker. Und zwar hat es mit dem Zucker einfach Folgendes auf sich. Zucker ist furchtbar schlecht für dich und den solltest du auf alle Fälle immer erst dann in den Kaffee kippen, wenn du den Kaffee schon ausgetrunken hast. Denn ansonsten ist das die eine Sache, die dafür sorgt, dass die Frauen dich nicht anbaggern. Denn wenn du diesen ganzen Kram in deinen Körper reinpackst, dann siehst du definitiv weniger interessant aus als mit einer Herzchenbrille oder mit einem fancy Drink oder mit einem Sakko. Das als kleiner Spaß am Rande, aber es ist im Grunde genommen wirklich so. Mein Lieber, das sind die Dinge, die du bringen kannst, um Frauen dazu zu bringen, dass sie dich ansprechen. Ich kann dir allerdings an der Stelle auch wirklich nochmal sagen, es ist tatsächlich meine Berufung, seit sehr vielen Jahren Männern dabei zu helfen, wirklich bei den Frauen zu landen, die sie wirklich wollen. Und ich kann dir wirklich aus Erfahrung sagen, klar, es ist geil, ein paar kleine Gimmicks in der Tasche zu haben, mit denen du Frauen dazu bringst, dich anzusprechen. Auf jeden Fall, macht Spaß, kann man wirklich bringen. Aber die Königsdisziplin ist immer noch, wenn du derjenige bist, der es selber in der Hand hat. Mal überleg mal, wenn du in eine Bar gehst, wenn du in ein Event gehst, wenn du irgendwo hingehst, wo schöne Frauen unterwegs sind und du bist tatsächlich derjenige, der dafür sorgt, dass das Gespräch in Gang kommt, du bist derjenige, der dafür sorgt, dass die Frau dich kennenlernt, du bist derjenige dafür sorgt, der einfach dafür verantwortlich ist, dass ihr beide euch kennenlernt und ihr beide auf einem Date landet und ihr beide dann vielleicht eine gemeinsame Zukunft habt und wenn sie auch nur bis zum nächsten Frühstück ist. Es gibt einfach kein Gefühl, was du als Mann haben kannst, was das übertrifft. Das ist wirklich pure Freiheit. Das ist wirklich die Auswahl haben bei den Frauen, die du wirklich möchtest. Und das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall auch wünsche. Und deswegen kann ich dir nur sagen, wenn du das noch nicht drauf hast in deinem Leben und du das gerne möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, sorg dafür. Jede Sekunde, die du in dieses Thema investierst, lohnt sich extrem in deinem gesamten Leben. Das kann dir jeder bestätigen, der das bisher schon getan hat. Das kann dir jeder meiner Klienten bestätigen, aber auch jeder, der hier meine Videos schaut. An der Stelle auch wirklich meine Empfehlung, abonniere den Kanal, wenn dir das Video hier gefallen hat. Hier kommt sehr viel von diesem Content. Und abgesehen davon, wenn du keine Lust hast, das alles immer über meine Videos zu gucken und dir das mühselig über lange Zeit beizubringen, während ich die Videos release und dann darauf zu warten, bis das Thema kommt, was dich bewegt, dann kannst du es auch mit weniger Zeit schaffen, effizienter schaffen und gleichzeitig auch schneller an dein Ziel kommen in Sachen Frauen. Und dabei helfe ich dir sehr gerne. Und der Weg dorthin ist in der Regel einfach der. Du klickst da oben drauf, du buchst dir einen Gratistermin mit jemandem aus meinem Team, du sprichst mit denen darüber und dann sagen dir, wo dein größter Hebel liegt, wo du am besten ansetzen kannst, damit es bei dir in Sachen Frauen richtig nach vorne geht. Und ob das dann ist, mit uns zusammenzuarbeiten oder ob das ist, dass du es auf eigene Faust machst, das bleibt dir überlassen. Mein Lieber, vielen Dank fürs Zuschauen.
Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Video. Mein Name ist Matteo. Falls du mich noch nicht kennst, willkommen auf meinem Kanal. Und sorg dafür, dass die Frauen dich anbaggern. Everything changes.